mehr Lust, Schach zu machen. Also diesmal ist die Budapest-Gambit-Falle dran. Gibt's auch eine Schachfalle. Mit D4 geht's los. Springer F6, C4, E5. Das ist das Budapest. Da Gambit. Und da kommt D schlägt E5. D schlägt E5, natürlich nicht D5. Zack, der Springer hat angegriffen, der zieht nach D4 weiter. Und der Läufer zieht nach F4. Normal in der Stellung wäre Springer F3, um ihn noch zu entwickeln. Jetzt erfolgt Springer C6. Jetzt noch Springer F3, jetzt kommt der Zug. Und dann zieht der Läufer nach B4 und sagt Schach. Und jetzt kommt der Springer BD2. Dame E7. Das ist schon eine Vorbereitung hier auf das Matt mit Dame E7. Jetzt kommt A3, er will den Läufer vertreiben, aber das bringt nichts, weil Springer C schlägt E5. Und dadurch kommt dann, wenn er das so macht, dann kann man nicht hier A schlägt B4 machen, weil sonst hier matt gesetzt wird. Das hier Schachmatt, weil hier der Springer greift den König an, keine Figur außer der Bauer könnten den Springer schlagen. Eins, wenn der Bauer Springer schlagen würde, würde die Dame wiederum Schach geben. Und das ist einfach der Grund, warum das Schachmatt ist. In 8 Zügen übrigens ist das ein Zug länger als bei diesen holländischen und den Kadettenmatt. Ebenfalls beides auf meinem Kanal zu finden. Ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat. Dann zeigt es mir mit Liken und Teilen. Wenn ihr wollt, sogar auch abonnieren und favorisieren. Bis zum nächsten Schachvideo. Und ciao.